Bewegung. So Leute, wir sind zurück hier. Call of Duty Modern Warfare. Showdown, würde ich mal sagen. Ja, Sir! Wo? Zu den Rohren, los! Das sind Ziele beim Verladedock. Wo hier? Hier lang, Kai! Wo lang? Wo bist du denn? Hier? Okay, platziert die Sprengsätze, los! Ladungen sind scharf! Das ist was, was denn kommt! Ara, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Wiederhole, Barkov hat abgehoben. General Barkov! Niemand ignoriert dich! Habe Sichtkontakt. Egal wie spät es ist! Wir reden... Was? Karim! Ich kann nicht mehr. Ah, ich glaube, ich muss mich verstecken. Warte! Habe Sichtkontakt. Egal wie spät es ist! Wir reden... Was? Karim!
ich muss mich weiter verstecken. Warte! Habe Sichtkontakt! Egal wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Ich bin General Barkov! Niemand ignoriert mich! Du! Ich bin noch hier, Pfarrer! Pfarrer, ich sag's dir, vor langer Zeit. Nein! Halt den Mund! Sehen wir, ob Hunde fliegen können. Pfarrer, wie ist dein Status? Captain, Barkov ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los! Danke. Gerne. Bereit, Captain. Roger. Alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Bestätigt. Ziel ist zerstört. Gut gemacht. Karib. Mutig in Russland wäre stolz. Wohin? Usbekistan. Heim. Tee? Nun, ich bin weit weg. Von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater, heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gaz. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141. Ja, Leute, wieder ein Game durch. Diesmal das Game Call of Duty Modern Warfare. Kampagne. Ich will nochmal sagen, es werden noch andere Formate von Call of Duty geben. Online-Modus mit einfach dem Gaming-Channel zum Beispiel. Da sind schon lustige Folgen entstanden. Da werden auch noch ein paar Folgen kommen, aber das war es erstmal mit der Kampagne, mit dem Story-Modus. Und ja,
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von meinem Kanal wieder. Ciao, ciao.
тяжелые потери! База, отвечайте! База, черт! Всем постам! Они нас громят! Тут чертова армия! Нам нужно... Нет! Нет! Умоляю! Пожалуйста! Die Stadt wurde evakuiert. Al-Katala hat die totale Kontrolle. War mal ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Al-Katala hasste diese Kooperation. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terrorist mit Panzern. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen erlauben Al-Katala einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Katalas Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los.